Okay, Freunde, heute schauen wir uns Marc Gebauers anscheinend geheime Uhrensammlung an, also legen wir los. Heute werde ich euch ein Update zu meiner persönlichen Sammlung zeigen. Und zwar, wir haben einige Collectors Pieces und ich stelle euch die Highlights aus dem vergangenen Jahr vor. Die Sachen, die ihr aktuell nicht kaufen könnt und die ich für mich selber zurückhalte. Also für all die Leute, die jetzt hier denken, dass es um irgendwelche Hype-Watches geht, das vergangene Jahr war mehr so, ja, dass ich einfach seltene Teile und auch besondere Uhren gekauft habe, die eigentlich nicht so teuer sind im Verhältnis. Man könnte jetzt denken, wenn ihr euch das Video anschaut von Swiss Watch Gang, da ging es ja um zum Beispiel jetzt die Tuxedo oder um andere Sachen, die sind immer noch... Ja, das Video habe ich gesehen, war mega, mega cool. Ich finde es allgemein cool, wie das der Marco macht. Also Swiss Watch Gang, der Marco, der macht das nicht richtig gut, der macht das richtig professionell, also wirklich. Liebe Grüße an dich, Marco. Kollektion, aber wir haben es natürlich ein bisschen verkleinert, zum Beispiel die AP-Uhren. Also diese AP, die da vorhin da war. Die sind immer noch... Ja, genau, hier, diese zwei. Ich kann mich erinnern an die in dem Video. So coole Dinge, also gerade diese Herrenvariante, so schön. Ich meine, das sind Jumbos, aber ich bin mir jetzt nicht sicher vom Sehen her. Richtig coole Dinge. Ich bin jetzt kein Fan von diesem Lackleder, aber sehr, sehr schöne Uhren. Der Kollektion, aber wir haben es natürlich ein bisschen verkleinert, zum Beispiel die AP-Uhren, die Frosted Gold und so weiter, die habe ich verkauft, ja, das Geld ist hier ins Haus quasi geflossen und ja, was soll man sagen, aber wir haben tolle neue Sachen und auch aufregende Sachen. Wir fangen einmal an mit einer Uhr, die ihr vielleicht kennt, und zwar haben wir hier in der Mitte eine Speedmaster. Jetzt wird man sagen, Klassiker. Ja, okay, das ist halt eine Speedmaster, ne? Ich kaufe mir ja nicht einfach nur irgendeine Speedmaster. Ich fange erstmal mit der Box an, okay? Wenn ihr im Internet sucht, ihr werdet vielleicht ein paar Einträge finden. Also auf Chrono findet ihr gar nichts, das auf jeden Fall. Aber wir gucken mal hier rein. Oh, was sehen wir denn hier? Oh. Guck mal hier die Box. Oh, okay. Das ist cool. Das ist eine Sultanat von Oman, meine ich. Schon mal ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir hier für den Watch Club im Oman eine limitierte Speedmaster. Das heißt, das Kanja-Logo ist nicht nur auf der Box und auf den Booklets. Nein, wir haben... Alter, die schaut ja cool aus. Das finde ich richtig cool. Nehme ich auch noch Quarks, also das ist die ganz neue Masterchronometer. Cool. Ist tatsächlich auch auf der Rückseite der Uhr. Und ja, mir wurde die Uhr angeboten. Wow. Ich weiß auch, dass Roman und Adrian haben auch so eine bekommen. Und ich freue mich sehr darüber. Ich wollte immer eine Speedmaster in meiner Sammlung haben. Also ich habe natürlich noch die Alaska Project, Tintin und so, die ganzen habe ich auch noch. Aber diese Uhr trage ich wirklich sehr, sehr gerne. Ist so schlicht. Und ja, da wird es auch, denke ich, sehr, sehr schwierig, eine zweite zu beschaffen. Und das ist... Die ist sehr, sehr cool und da hat Marc absolut recht. Also ich habe selber sowas noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich habe die noch nie gesehen. Und vor allem, weil sowas kennst du normalerweise nur von Vintage oder sowas. Aber die ist hochmodern und dann auch noch mit diesem Logo drauf, sieht man nicht oft sowas. Schon cool. Ich finde auch sein Rubberstrap cool, weil das hat auf der einen Seite die rote Linie und auf der anderen Seite die grüne. Hat was. So die erste Uhr, die ich euch mal zeigen wollte. Etwas sehr, sehr Besonderes und auch allein die Box. Ja, im Internet zurzeit gibt es keine und ich bin sehr glücklich, dass ich sie kaufen konnte. Und dazu gab es noch so eine Sonnenbrille und so weiter. Also das war wirklich, das Stahlmann ist natürlich auch mit dabei. Dann machen wir weiter mit dieser Audemars Piguet Tischuhr. Die haben wir importiert aus Japan von einer Privatperson. Man kann die jetzt, glaube ich, so nicht kaufen. Oder ich weiß es nicht, ob man sie vielleicht doch kaufen kann. Doch, man kann sie kaufen. Man kann sie, glaube ich, kaufen. Aber sie ist schwer zu bekommen. Und das Besondere hier dran ist, das ist halt die 5. Ah, die ist ja richtig cool verarbeitet. Seht ihr, die hat sogar in der Reho drinnen. Ist das wie bei der Armbanduhr sozusagen. Also ihr habt hier diese polierte, hier sieht es geschliffen aus, Reho. Ihr habt diese Minuterie, dieses Ziffernblatt. Das sieht aus wie, also das sieht aus, als hätte es die gleiche Verarbeitung wie die Armbanduhr. Den 202 darstellen soll, aber auf der Rückseite sieht man 50th Anniversary. Ach, cool. Also diese Uhr ist auf 2250 Stück limitiert. Kommt mit Box und Papieren und wir haben sie zu einem sehr, sehr günstigen Kurs kaufen können. Natürlich kam dann noch die Steuer drauf, aber dadurch, dass ich sie vorerst eh nicht verkaufen möchte, ist das etwas Besonderes. Und wenn man jetzt schaut, ich glaube, ich habe damals bezahlt 3.500 Euro oder sowas, zuzüglich mehr. Was? 3.000? Also 3.500, lass es 4 sein. Das ist ja nicht viel. Also das ist eine echte AP. Okay, Tischuhr, aber vorausgesetzt ist eine echte AP, was sie wahrscheinlich sein wird. Habt ihr da eine Verarbeitung wie eine AP, eine Detailtiefe wie eine AP? Und das finde ich halt schon geil. Steuer und aktuell liegen die so im VK bei ungefähr 10.000 Euro. Muss man natürlich auch einen Käufer für finden.
Aber ja, was wir jetzt übrigens nicht hier haben, sind die ganzen Atmos-Uhren. Ich glaube, ich habe 7, 8 Atmos-Uhren gekauft, auch für den Laden. Und die ganzen... Also so eine Atmos hätte ich auch mal gern, muss ich sagen. Eine Atmos, also für alle, die es nicht wissen, eine Atmos ist eine Tischuhr von Jaeger. Die funktioniert aber ohne Batterie, aber auch per se ohne Mechanik sozusagen. Die funktioniert eigentlich mit dem Temperaturausgleich. Weil in jedem Raum, wo ihr seid, ist ja nie eine konstante Temperatur. Bei der Atmos ist so ein Gas drin, das expandiert sich und zieht sich wieder zusammen mit minimalen Temperaturschwankungen. Und ich meine, dass da sogar eine Temperaturschwankung von 1 Grad ausreicht, damit die Uhr für 24 Stunden läuft. Mega geile Ingenieurskunst, aber super, super empfindlich, aber richtig cooles Teil. Standuhren, die wir oben haben, die hole ich jetzt nicht hervor. Wir haben aber eine andere Standuhr, die auch ganz, ganz besonders ist. Und zwar hier drüben von Patek Philippe eine Solaruhr. Und diese wurde gemacht für die UBS-Bank. Heutzutage gibt es dieses Modell so nicht mehr im Programm. Die stammt höchstwahrscheinlich aus den 80er Jahren und ist elektrisch betrieben, ist von Patek auch mit der Box. Und okay, das sieht jetzt irgendwie nicht so fancy aus, aber okay. Ja, sie steht in meinem Büro, ich finde sie irgendwie ganz cool. Im Internet findet man jetzt auch nicht so viel darüber. Sie ist wirklich und cool. Das ist eine Sache, die ich auch immer haben wollte. Ich finde solche Standuhren einfach ist eine coole Sache und ja, finde ich super. Wir machen mal weiter mit einer Armbanduhr, die, lass mich nicht lügen, unter 1000 Euro kostet, 1500 Euro kostet hat. Und zwar mit dem hochwertigen Hersteller und Nischenbrand-Hersteller Konstantin Tscheiking hat Louis Erhardt eine limitierte Uhr auf 178 cool. Stück rausgebracht. Die das mir. Ist ein sogenannter. Ich meine, also die erinnert mich an diese Joker-Uhr. Mega geiles Teil, kann ich mir auch vorstellen, sowas mal zu haben. Ich wüsste halt nicht, wie und ob man das trägt, aber ich finde sie cool. Unter, jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht Retrograd, mein Gott, Rectangular, warte. Regulator, es ist Regulator. Ich habe auch kurz überlegen müssen, was es ist. Ja, Regulator. Mit R. Das gibt's doch nicht. Regulateur. So, jetzt haben wir's. Regulateur-Ziffernblatt. Das heißt, auf 6 Uhr hier, wo der Mund dargestellt werden soll, ist die kleine Sekunde. Ihr habt die Stunde auf 12 Uhr und das hier ist die Minutenanzeige. Das heißt, ihr habt alle drei Zeiger, die ihr für die Zeitanzeige braucht, auf 3. Ich meine, man muss sagen, dass das Werk jetzt nicht super besonders ist. Es ist jetzt einfach ein Sellita-Werk oder sowas, weil bei der Uhr geht es halt wirklich um das Design und um die Art und Weise, wie das Ding funktioniert, als jetzt wirklich um die uhrmacherische Kompetenz, sage ich mal. Verschiedene Ziffernblätter oder Totalisatoren quasi aufgeteilt. Also ja, und das macht das Ganze so besonders. Die ist nicht so teuer und ich konnte mir noch eine limitierte Serie ergattern. Da gab es jetzt immer mal wieder Re-Editions, aber ich fand die Originale, die erste, so am coolsten mit Lila. Ihr wisst ja, Lila ist so meine Lieblingsfarbe und ich meine, sie hat 1000 Euro gekostet oder so. Und dafür fand ich sie eigentlich ganz cool. Ja. Dann machen wir mal weiter mit einem etwas besonderen Stück von der Marke Patek Philippe. Und das ist eine Uhrenform, die auch schon sehr lange in der Kollektion ist. Kauft heute kein Mensch mehr. Niemand von euch wird sich dafür interessieren. Aber ich fand sie ganz cool. Und zwar eine Ellipse in Weißgold. Und wenn ihr Ellipse ist auch so ein Ding, das ist total underrated. Also ich konnte mal vor ein paar Jahren eine weißgoldene Ellipse mit einem weißgoldenen Band und einem Handaufzugswerk kaufen für 10, glaube ich, oder für 9. Habe ich natürlich damals nicht gemacht, aber eigentlich, wenn man dran denkt, wie cool diese Uhr ist, wie selten sie ist, wie flach sie ist und precious, also mit Edelmetall, schon ein cooles Ding. Wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr auf 6 Uhr erkennen, dass es eine Double Signature, also beziehungsweise ein Logo und eine Signature drunter gibt. Diese ist von Saddam Hussein mit einem Onyx-Ziffernblatt. Das ist ein tiefschwarzes Steinzifferblatt und da drauf gedruckt ist das Wappen der damaligen Regierung mit seinem Namensschriftzug. Diese Uhren wurden an Staatsleute verschenkt, die im Land zu Besuch waren und konnte man auch damals nicht so kaufen. Ich habe hier wirklich einen günstigen Schnapper gemacht. Wir haben von Rolex ja auch manche Datejust-Modelle, die für die, cool. die Angestellten des Staatsdienstes herausgegeben wurden und diese Logo-Dials sind eigentlich immer cool. Ich wollte mal die zu Patek schicken und den Archiv auszuholen, weil die Papiere werden nicht mit verschenkt. Darum sind diese Art von Uhren meistens ohne Papier und das habe ich auch noch nicht. Aha. Who knew? Habe ich nicht gewusst. Hätte ich mir nicht gedacht. Deswegen, weil mich hat es nämlich schon ein paar Mal gewundert und dann weiß man auch nicht, ob die echt sind oder nicht. Deswegen sind die Dinge also ohne Papiere. Okay. Gemacht. Gut. Ich weiß nicht, ich fand sie irgendwie am Handgelenk super, super sleeky so. Die war, ist halt 2 Zeiger und schwarzes Ziffernblatt. Ich fand es irgendwie ein besonderer Touch. Und darum hat sie auch einen Platz in meine Sammlung geschafft. Und ich finde auch so ein kleines Detail, dass die Schließe dieselbe Form hat wie die Uhr selber. Ist ein kleines Ding, was ich eigentlich ganz cool finde. Dann machen wir mal weiter mit einer Rolex. Und zwar der einzigen Rolex hier auf dem Tisch. Ich hatte sie schon mal in so ein paar Videos von Stern TV und wer alles hier war, mitgezeigt. Und zwar geht es hier um den American Eagle. Der hier ist $20. Cool. Und zwar ist eine normale Goldmünze.
Man würde jetzt nicht sehen, dass hier irgendwas anders ist. An der Seite kann man drauf drücken und dann ist hier drin tatsächlich eine Uhr. Sowas wurde damals gehandelt, als ich noch bei meinem alten Arbeitgeber war, für 2.000 bis 3.000 Euro. Ich selber habe, glaube ich, bezahlt 9.500 oder 11.000 Euro hierfür. Das Besondere ist, die hat auch noch die Originalpapiere. Ich kann verstehen, warum man dafür viel Geld bezahlt. Ich persönlich finde jetzt 11.000 Euro fast ein bisschen viel, weil ich halt auch keinen Gebrauch dafür habe. Aber wenn du bedenkst, das ist halt, wird jetzt wohl Massivgold sein, ist schon okay. Es ist eine coole, also es ist ein richtig cooles Sammlerstück. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht kaufen, aber ich finde es cool, dass er es hat. Und wenn ihr jetzt mal im Internet schaut, wird das Ganze verkauft für über 20.000 Euro. What? Das ist ein sehr, sehr seltenes Stück. What? In einem super Zustand. Okay. Und es gibt immer wieder Sammler, gerade Rolex. Andere Hersteller haben es auch gemacht. Vacheron hatte cool. diese Art von Uhren gemacht. Forum hatte diese Art von Uhr auch mal rausgebracht, meine ich. Und Piaget. Ich meine, die haben das alles bei einer Person oder bei einem Unternehmen fertigen lassen, weil die alle relativ ähnlich aussehen. Und ja, ich wollte es immer mal haben und in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr hatte sich das dann ergeben. Wir machen mal weiter mit der nächsten Armbanduhr und zwar diese hier. Ich glaube, das ist die günstigste auf diesem Tisch. Ich glaube, sie hat 700 Euro gekostet. Siegerdesign. Kann auch sein, dass ich mich vertue. Die hat, dieser Hersteller kommt aus dem Ausland und zwar, sie hat auch den Award von der GPHG gewonnen. Challenge Watch Prize. Ich habe ja zu der Uhr zwei Videos gemacht, zu der klassischen Stahl- und Titan-Variante und dann gab es noch die goldene Keramik-Variante, wo die Erde vergoldet ist. Ich finde sie cool. Ich habe sie auch selber in der Sammlung, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ich würde sie jetzt nicht tragen, aber ich finde sie an sich cool. Ich finde, es ist eine witzige Uhr und so ein nettes Sammlerstück einfach. Finde ich cool, dass es auch hat. So, wie wir schon sehen, das Ganze sieht ein bisschen seltsam aus. Ja. Siegerdesign. Siegerdesign heißt sie. Ich habe diese besonderen Uhren, die wir hier sehen, habe ich bei Swiss Watch Gang gesehen und darum habe ich sie auch nur gekauft. Wir haben ein Titangehäuse und eine spezielle Ansicht der Weltkugel. Wir sehen hier China, da unten rechts ist Australien und wir sehen Malaysia und die ganzen Inseln. Und hier wird über den äußeren Ring die Zeit angezeigt. Ich fand das Design der Uhr ziemlich cool und dadurch, dass sie auch diesen Preis gewonnen hat und so weiter, wurde ich darauf aufmerksam und habe ich mir gedacht, bestellst du mal eine. Und ich weiß nicht, ob die ausverkauft sind oder ob man die noch bekommen kann. Ist ein bisschen, ja, also die Ablesbarkeit geht so, aber ich fand es irgendwie eine coole Darstellung. Geht so. Diese Scheibe ist aus Silber gefertigt. Und für den Preis habe ich gesagt, ich nehme sie mal mit und ich hatte sie auch schon ein paar Mal an und habe mich einfach an dem Aussehen erfreut. Dann geht es weiter mit der Cartier. Und zwar hier gibt es eine Cartier-Uhr, die aussieht wie ein Buch. Ja. Und das ist auch eine Standuhr. Ich habe keine genaueren Informationen. Ich habe einen Händler aus Frankreich. Der Freunde, Cartier ist sowieso so ein Ding. Die sind so kreativ in ihrem Design. Die machen so ikonische Dinge. Und ich finde es super cool. Ich hätte niemals daran gedacht, eine Uhr aussehen zu lassen wie ein Buch. Aber jetzt, wo ich sehe, finde ich, sieht es total cool aus. Weil sowas würdest du am ehesten auf eine Kommode stellen, in ein Bücherregal stellen. Irgendwo in der Umgebung, wo halt auch Bücher sind. Und ich finde es halt auch witzig, dass diese zwei Bücher halt auch Cartier-Bücher sind. Irgendwie total cool gemacht. Ich finde mir immer solche Dinge an. Und ich fand es ganz cool. Und dann habe ich sie gekauft. Ne? So schnell geht das. Also man stellt es eigentlich so hin und dann sieht man so die Uhr und man kann es halt so auch ins Bücherregal stellen. War jetzt verhältnismäßig nicht günstig, ist nicht zu vergleichen mit so einer Patek, aber ja, ich fand es ein cooles Collectible, habe ich nie gesehen und dann habe ich gesagt, ich schlage direkt zu. Jetzt geht's weiter mit einer Breguet. Ja, Breguet ist für mich so ein Synonym, der, wenn ich an Luxusuhren denke und das werdet ihr auch, wenn ihr Roman Schaaf folgt, ja, von Luxury Bazaar. Er hat eine super, super große Breguet-Sammlung und kauft auch immer Breguet-Uhren an. Also zu Breguet will ich nur kurz sagen, Breguet ist auch eine uralte Marke. Abraham Louis Breguet hat das Tourbillon erfunden und Breguet ist eine sehr prestigeträchtige Marke, sehr elegante Marke, wahnsinnig cool und wirklich ein Kennerstück. Die wenigsten kennen es, die wenigsten haben es. Natürlich, du verlierst halt auch sehr viel Geld, wenn du dir jetzt eine Breguet neu kaufst, aber allein von dem Uhrmacherischen her, von dem Possess im Uhrengame, ist Breguet schon ziemlich cool. In der Audience ist es so, ihr interessiert euch null dafür, ich verstehe das auch, aber Breguet ist wirklich eine super, super hochwertige Marke. Die haben ein ganz tolles Markenimage, die Zeiger, die ganze Art und Weise der Fertigung, auch im Werk, zum Beispiel die Werkshalterung, sind auch aus Weißgold. Sagt euch jetzt nichts, ist ja auch egal. Aber Breguet-Uhren bedeuten für mich schon so das ist schon so ein wahrer, traditioneller Luxus. Und hier hatte ich die Möglichkeit, eine Jumping Hour zu erwerben, in Platin, Limited Edition, mit einem Emaille-Ziffernblatt. Cool. Das ist so ein Keramikziffernblatt und die Uhr ist limitiert auf 400 Stück, findet man, glaube ich. Email, für alle, die es nicht wissen, das ist so ein, wie es Marc schon gesagt hat, das ist Keramik und das wird im Ofen gebacken. Und das ist sehr heikel. Bei so kleinsten Schwankungen kann das ganze Ding schon brechen und da habt ihr sehr, sehr viel Ausschuss bei der Produktion von Email. Deswegen können das nicht alle. Patek macht's, Breguet macht's, ich glaube Blancpain macht's, Seiko interessanterweise kann es auch. Also das sieht man nicht oft und ist schon cool. Sehr teuer auf jeden Fall. Auch nur eine online, das ist, ja, eine
Automatikuhr und jede Stunde springt dieses rote Datum eins weiter. Das ist eine sehr einzigartige Art der Anzeige. Und wenn ihr euch bei Uhren auskennt, wisst ihr immer, selbst bei IWC wird die Jumping Hour über Liste gehandelt oder zum Listenpreis gehandelt. Also Jumping Hour als Komplikation ist super beliebt und die Platin Breguet, ja, das war auch ein Schnapper. Ich habe die Uhr nicht bekommen und da habe ich gesagt, ich gibt sie nicht wieder her. Dann gehen wir über zur letzten Uhr. Und zwar hier haben wir auch wieder eine Konstantin Tscheiking. Die Joker. Ich wollte damals mal eine limitierte Uhr mit Konstantin Tscheiking selber rausbringen. Nur, da waren die schon so ein bisschen bekannter. Und die, die wir machen wollten, für euch auch zum Kaufen, hätte gekostet irgendwie 25.000 Euro. Heute ist das werden die Uhren noch viel, viel teurer gehandelt. Nichtsdestotrotz ist es so, 2021, sagen wir, wenn wir 10 Stück bestellt hätten, die haben uns eine Marge gelassen von, ich glaube, 10%. Also wir hätten 10% verdienen können beim Verkauf der Limited Edition, hätten aber über ein Jahr warten müssen und das Geld im Voraus zahlen müssen. Dann gab es ja diese Problematik mit... Das ist halt nicht so easy, aber ich finde es total cool, dass der Markt so transparent ist. Wenn du jetzt denkst, dass jetzt die Uhr 25.000 im VK kostet und dann ihr 10% Marge habt, also sprich 25, wie viel macht das? Durch 1,1, dann bist du bei 22.700. Lass es eben 22.000 sein. Das heißt, du hast 3.000 Euro Gewinn bei 25.000 Euro Umsatz. Das ist eigentlich nicht so geil, finde ich. Und wenn du natürlich da irgendwie 10 Uhren machst und im Voraus bezahlen musst, musst du erstmal 200.000 Euro hinblättern, dafür, dass du dann 30.000 Euro verdienst. Ich verstehe schon, dass das dann finanziell nicht so easy ist. Aber voll cool, dass der Markt so transparent ist. Ukraine-Krieg und dann war das sowieso alles in den Sternen und da der Hersteller ja auch in Russland ist und so weiter, war das dann alles etwas schwierig und wir haben Abstand genommen. Diese Uhr hier kam auch, die habe ich auch gekauft durch unseren Freund Swiss Watch Gang. Die ist eine Zusammenarbeit zwischen Behrens Watches und Konstantin Tscheiking. Sie hat so diese zwei Augen, dieses klassische Joker-Face und die kleine Sekunde hier auf 6 Uhr, die sich so im Kreis bewegt. Mhm. Die Uhr habe ich jetzt noch nicht so oft angehabt. Ich finde das Armband irgendwie nicht so ganz stimmig. Und dadurch, dass die beiden Markenlogos in den Augen sind, ist es so ein bisschen unruhig. Ja, also ich bin nicht so extrem happy mit der Uhr, aber ja, ich meine, ich habe sie bekommen für einen Listenpreis. Das waren 7.000 Euro vielleicht und aktuell wird sie gehandelt so um die 12. Ich weiß nicht, ob die wirklich verkauft werden oder ob die da nur drinstehen, aber ja, ich werde sie auf jeden Fall nicht verkaufen. Ja. Ich lasse sie erstmal in der Sammlung und das sind so die Uhren, die ich gekauft habe für mich privat. Das sind sehr spezielle Uhren. Und cool, hier seht ihr auch, dass aber auch schon seit jeher weniger so die normalen Stücke gekauft habe, wie jetzt zum Beispiel Daytona oder sonst irgendwas, sondern ich bin schon immer auch persönlich jemand, der so Nischenprodukte kauft. Ich bin damit nicht schlecht gefahren. In der Zeit, in der, also ich kann euch sagen, bei jeder Uhr, die ich gekauft habe, habe ich mehr Profit gemacht, als es ansatzweise mit einer Daytona oder Datejust oder sonst was möglich wäre. Auch jetzt zum Beispiel in den Krisenzeiten. Gut, die Krise ist jetzt für den Uhrenbereich vorbei. Die Preise langsam gehen wieder ein bisschen in die Höhe. Aber ja, auch in der Zeit, in der der Markt nach unten gegangen ist, ist bei allen Modellen, sind die immer über Liste gehandelt worden und auch jetzt diese Collectibles, von daher... Ja. Ja, das ist halt natürlich so, natürlich eine Daytona kriegst du so verkauft, das ist easy. Aber bei einer Daytona hast du halt als Händler sehr wenig Marge. Und bei so Collectibles, da findest du halt immer diesen einen Sammler. Tendenziell sind diese Personen auch in Krisenzeiten in der Lage, sowas zu kaufen. Deswegen kriegst du da auch irgendwie einen Verkäufer. Vorausgesetzt, du hast halt dein Netzwerk. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt Marc viele Leute kennt und Markus Swiss Watch Gang kennt auch unglaublich viele Leute und dann sagt einer zum Beispiel, hey, ich würde gerne diese Joker-Uhr verkaufen, dann spricht sich schnell rum und irgendwer hätte die gern und so weiter und dann bewegt sich diese Uhr in diesem Kreis und das ist eigentlich eine total coole Community. Das war immer meine Taktik und die verfolge ich auch weiterhin und darum habe ich auch keine Angst, jetzt so eine Breguet zu kaufen oder so eine Ellipse, wobei die meisten Händler eigentlich davon immer zurückschrecken werden. Wenn ihr euch interessiert für gewisse Dinge, zum Beispiel ihr sagt jetzt, mir gefällt die Handschrift von Breguet, ja, mir gefällt so eine Uhr, dann müsst ihr euch informieren und es wird immer mal wieder einen Händler geben, vielleicht sogar sind wir das, der eine Uhr so günstig ankauft, aber auch dann so günstig weiterverkauft, dass man einen Schnapper machen kann. Und wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und beispielsweise Ende des Jahres, wenn die Zinsen wieder gesenkt sind, ist das Ganze schon wieder, steht man schon wieder ganz anders da. Von daher, ihr müsst nicht immer nur alle eine Datejust kaufen. Informiert euch und habt auch manchmal den Mut zur Einzigartigkeit. Und ja, das versuche ich hier so ein bisschen vorzuleben. Von daher, das war mein Update. Falls ihr euch wünscht, dass ich nochmal alle Uhren zeige, so zum Beispiel die Tintin, 3710, Patek und so weiter, dann lasst es mich gerne wissen. Aber das war es erstmal von meiner Seite. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und ich hoffe, euch... Sehr, sehr spannendes Video. Wirklich cool gemacht. Musik war auch extrem gechillt, beruhigend. Kameraperspektive super cool. Ja, okay, Mackeyboy, was erwartet man sich anders? Okay, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses kurze, ich will es nicht mal Video nennen, mein Senf zu Mackeyboys Uhrensammlung gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Schaut gerne vorbei beim Mackeyboys Video. Unten in der Videobeschreibung findet ihr das. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.